Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren CSGO Overwatch auf Office. Guck mal da. Guck mal da in der Schau. Herrlich. Ja, gestern kam kein Livestream. Ihr habt es alle mitbekommen. Ich entschuldige mich nochmal oder bitte da nochmal um Entschuldigung. Wir sind in Köln und darum konnte ich ja halt einfach nicht Livestream. Wir fahren heute, also es ist jetzt für mich noch Freitag. Wir fahren jetzt gleich los, so gegen 15 Uhr. Und dann, ja, kann ich halt abends nicht live streamen. Was schaffen die denn? Da haben die schon so... Oh, ach du Scheiße. Wow. Im letzten Fall habe ich übrigens Vision Assist und Aim Assist gedrückt. Und ich glaube, der Bann ging auch direkt durch, weil ich eine... Zwei oder drei Stunden später hatte ich dann direkt diese Overwatch XP wieder drin, die man halt erhält, wenn man Fälle positiv abarbeitet. Ich dachte immer, dass man die nur bekommt oder erst dann bekommt, wenn man einige Fälle positiv abgearbeitet hat. Das heißt, wenn man halt mit den anderen übereingestimmt hat, egal ob derjenige gebannt wurde oder eben nicht. Solange man sich mit den anderen einig war, wird das wohl irgendwie vermerkt. Und ich dachte, es braucht einige Fälle, bis man diese XP bekommt. Aber nein, es reicht scheinbar vollkommen aus, dass es ein einziger Fall ist. Und dann kriegt man schon direkt diese XP. Oder es war halt mal wieder Zeit. Kann auch sein. Gestern hatte ich was ganz Spezielles, oder hat Wallen was ganz Spezielles angesprochen, und zwar haben wir im Livestream unser Highgame gezockt und die Kollegen meinten dann, dass da jemand cheatet. Er hat sich die ganze Chose angeschaut und da hat wohl tatsächlich jemand Wallhack gehabt und da ist dann die Idee aufgekeimt, dass man für die Streams, aber auch für die Overwatches hier im Video dann keine normalen Overwatches nimmt, sondern wenn man so einen Fall hat, den man selbst erspielt hat. Alter, warum ist denn der so am Wackeln? Was ist mit dem los? Der Parkinson oder was? Guck mal da. Der ist doch komplett am Abgehen, der Kerl. Naja. Achso, ist der Ping vielleicht arg hoch? Oh, 160, 141. Er chillt hier am Spawn, alles klar. Fuck, wo ist die Maus hin? Da ist er. Ja, dass man sich lieber seine eigenen Spiele anschaut, um dann auch von der Community so im Gesamten die gesamte Reportwelle zu haben, dass derjenige auf jeden Fall ins Overwatch kommt. Er hat mich das gestern noch gefragt oder mich darum gebeten, dass ich das mache. Nur habe ich direkt nicht ganz verstanden, was er meint, weil er halt geschrieben hat, ich soll mir den B angucken oder so. Und ich habe gar nicht mitbekommen, dass bei uns im Spiel jemand B hieß. Ich habe davon auch nichts mitbekommen. Wahrscheinlich habe ich mit dem keine große Interaktion gehabt. Wir haben halt zum Glück auch noch einen Draw geholt bei der ganzen Chose. Aber die Mates wurden scheinbar ordentlich gebeutelt und haben das eben festgestellt. Und da hat er dann gemeint, es wäre nicht schlecht, wenn ich dann sowas oder wenn man sowas halt im Stream zeigen würde, beziehungsweise ja, hier auch auf YouTube. Weil man dann halt auch direkt, wenn man dann feststellt, dass jemand tatsächlich hackt, direkt die Community hat, die dann sagen kann, alles klar, wir reporten alle sein Profil. Oder man teilt den Link zu dem Overwatch, also zu der Demo, ich glaube, das geht. Und dann kann man über die Demo selbst einfach, da könnten alle über die Demo reporten. Sowas ist natürlich eine Idee. Ist etwas aufwendiger, als normale Overwatches. Aber wäre schon machbar. Was haltet ihr davon? Was haltet ihr von dieser Idee? Wollen meinte, das ist dann wie so eine direkte Rache dafür, dass jemand gehackt hat. Er hat gesagt, das Problem dabei ist, dass man wohl scheinbar mindestens x-mal reportet werden muss, dass man in Overwatch kommt. Das wissen wir auch alle. Ein Report reicht auf keinen Fall aus. Da müssen schon einige Reports kommen. Und er hat scheinbar von einem Cheater gesagt bekommen, dass es mindestens 10 Reports braucht, dass man in Overwatch überhaupt reinkommt als Fall. Und dieser Cheater in dem Fall hätte wohl einfach grundsätzlich, er hat das zugegeben im Spiel, dass er hackt und hat gesagt, wenn ich nur ein Match pro Tag spiele, dann mit diesem Account, auf dem ich schon seit Jahren cheate, dann ist das ja kein großartiges Problem. Weil die Leute mich maximal neun Leute können mich maximal reporten. 5 Feinde und 4 Mates und das war's. Und dann spielt er einfach mit seinem nächsten Account weiter, auf dem man hackert. Darum ist es, wäre das in so einem Fall auf jeden Fall sinnvoll, wenn man dann als kleiner Influencer diese Demo nimmt oder zumindest den Profil-Link und ihn seiner Community gibt und sagt, hey Leute, reportet den mal, der hat bei uns gehackt, damit er auf jeden Fall ins Overwatch kommt. Weil dann geht diese Taktik, die er da betreibt, nicht mehr auf. Wenn er einfach grundsätzlich trotzdem 30 Reports von euch allen bekommt oder 40 oder 50 oder 100, dann ist er halt so oder so im Overwatch drin und wird wahrscheinlich auch gedödelt. Nur glaube ich, dass es da wirklich eine kleine Abstufung geben muss. Und zwar kann nicht, ich glaube, es bringt nicht viel, wenn man einfach den Profil-Link teilt, sondern es muss ja dann wirklich die Demo sein, damit er auch genau in diesem Spiel geoverwatcht wird und nicht einfach, weil aufgrund vieler Reports halt irgendwie dann einen Bann bekommt oder sowas. Oder halt ein Timeout oder was weiß ich, was da durchgeht. Ich glaube, es müsste schon wirklich das Spiel geteilt werden, damit auch dieses Spiel geoverwatcht wird. Aber da habe ich auch nicht so die Ahnung von der ganzen Chose. Meine eigenen Spiele, da habe ich bis jetzt so gut wie noch nie reingeschaut, maximal, um vielleicht mein Highlight oder sowas rauszunehmen.
Aber jetzt noch nicht für Hacker, beziehungsweise um sie zu confirmen. Komm, wie rumdopst hier. Stößt schon an die Decke an. Es ist echt ein Lurch. Naja, wie gesagt, im letzten Spiel Aim Assist und Vision Assist. Und ja, was sagt ihr hier zu diesem Knilch? Was glaubt er, was er anhat? Hat er überhaupt was an? Spielt er gerade nackig? Kann sein. Kann ich mir gut vorstellen. Ist es ein Mann oder eine Frau? Lasst uns kurz mal darüber entscheiden. Wartet mal. Ah, bleibt da. Ach so! Es ist also ein Zwitterchen. Alles klar. Wir wissen Bescheid. Guck mal, wie das Video einfach da im Hintergrund läuft. Ich glaube, es geht los. Sabalot. Ja. Ich werde ihm jetzt drücken, was ich denke. Und ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Ihr wisst, es gibt wie immer hier auch, wie immer ein Skins, ne? Wie immer ein Skin für irgendjemanden, der schön aktiv am Hasseln ist. Das gibt es in jedem Video. Das sage ich jetzt einfach so dahin. Das gibt es in jedem Video. Wenn ihr aktiv seid, dann könnt ihr da grundsätzlich auch irgendwas Schnuckliges gewinnen. Und die laufenden Giveaways, die großen. Also jetzt im Moment läuft da gerade die. Ich habe M41 S-Cyrex im großen YouTube-Giveaway. Da ist es ja auch essentiell, dass man halt, dass man einfach aktiv dabei ist. Von daher passt es, wenn man schön schreibt, hier zumindest kurzen Gedanken, was ihr ihm wohl gedrückt hättet und vielleicht noch, oder was ihr von der eben angesprochenen Idee haltet. Soweit so gut. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank für eure Kommentare und für die Daumen, egal ob hoch oder runter. Haut ordentlich rein. Bis, weiß nicht, ob morgen, also am Sonntag, ein Video kommt. Es ist jetzt gleich keine Zeit mehr, dass ich dann noch eins machen kann. Und gestern habe ich dann doch keine Zeit mehr gehabt. Wir kommen zwar sonntags wieder heim, aber ich glaube erst spät. Naja, mal schauen. Leute, haut rein. Dankeschön. Ciao, ciao.